Raphael Vicky, wir spielen Asien und der Champions League gegen Manchester United, Benfica Lissabon und ZSK Moskau. Wie schätzt du die Gruppe ein? Ja, sehr schwierige Gruppe, aber es hat ja sowieso keine einfache Gruppe gegeben und keine einfachen Gegner in der Champions League. Aber es ist klar, das Top 4 haben wir mit ZSK Moskau sicher etwas vom Schwierigsten gezogen. Aber ich glaube, die Vorfreude ist einfach da. Wir freuen uns extrem auf die Spiele und auf die Champions League-Nacht, hier daheim und auch auswärts. Mit Manchester United haben wir einen Traum losgezogen. Wir gehen ins Theater of Dreams. Wie groß ist ja schon die Vorfreude bei dir, dass man gegen die Mannschaft spielen kann? Sicher freut man sich auf den Gegner am meisten, oder ob es als Spieler oder als Trainer ist, gegen so einen Top-Club, einer der besten auf der Welt, kann noch spielen in diesem Stadion. Aber die Vorfreude auf die gesamte Champions League ist einfach sehr gross und auf das freuen wir uns. Du hast gesagt, aus Top 4 haben wir mit der Mannschaft aus Moskau einen extrem schwierigen Gegner bekommen in der Gruppe. Wie schätzt du die Chancen vom FC Basel? Was liegt da so drin? Ja, das ist immer schwierig. Die Mannschaften sind alle sehr stark. Benfica Lissabon ist portugiesischer Meister, ist auch jetzt in die neue Saison sehr, sehr gut gestartet. 3 Matches, 9 Punkte. ZSK Moskau haben wir ja gestern noch gesehen, wie stark das die sind gegen IB. Das ist eine Mannschaft, die doch häufig ein bisschen zweierlei Gesichter zeigt. Vor einer Woche haben wir ein anderes Gesicht gesehen von der Mannschaft in Bern als jetzt gestern. Wir gehen in die Gruppe und wir wollen versuchen, die grossen Mannschaften, die grossen Clubs zu ärgern, gut aussehen, weil Basel hat es in der Vergangenheit schon gezeigt, dass man einen richtigen guten Tag eure Top-Clubs ärgern kann. Und mit dieser Mentalität und mit dieser Einstellung müssen wir da drin gehen. So werden wir uns darauf vorbereiten und dann hoffen wir, dass wir da eine gute Falle machen können.